Es existieren eine Menge Meinungen über den Begriff Marketing und etwas spezifischer Filmmarketing und noch spezifischer Filmposter, die das Medium Film schon seit seinen ersten Tagen begleiten. Das sind über 100 Jahre Filmmarketing und selbst heute scheint es fast schon ein Mysterium zu sein, wie ein gutes Filmposter aussieht. 2019 werden insgesamt 381 Filme an den deutschen Kinos anlaufen. Scrollt man sich mal durch alle durch, wird man überrascht sein, wie uninteressant fast jedes davon ist. Sind gute Filmposter wirklich so schwer? Selbst wenn. Es scheint selten von Interesse zu sein, denn bei diesen 381 Filmpostern werden diverse Trends offensichtlich. 25 Mal sehen wir in 2019 das Close-up eines Gesichts, oft in einem Bereich des Bildes abgeschnitten. Also so, dass selbst wenn man mit diesem Close-up auf einen großen Schauspieler verweisen will, man diesen kaum erkennt. Der Ausdruck ist auf ein Gesicht wie eine Wand reduziert. In diesem Jahr sind wir aber auch noch gut dabei. Jede Marketingkampagne beinhaltet heute Gesichts-Close-ups. Aber da diese Gesichter nichts über den Film aussagen, lassen sie kalt. Eigentlich will man hierdurch Minimalismus-Interesse erzeugen, so simpel wie möglich. Man hofft, dass der Zuschauer neugierig wird. Filtern wir alle Filme 2019 nach minimalistisch, wird es gleich noch erschreckender. Über 60 Filme zeigen einfach nur irgendeinen Menschen vor einem farbigen oder unscharfen Hintergrund. Und noch besser, der Titel des Filmes ist möglichst klein und langweilig geschrieben. Der Wiedererkennungswert wird für den Minimalismus geopfert. In ernsteren Filmen, wie zum Beispiel Dramen, lässt man Charaktere Richtung Kamera schauen, meistens geheimnisvoll. Und zwar dieses Jahr gleich über 50 Mal. Und in Actionfilmen stehen mehrere Charaktere meist seitlich oder mit dem Rücken zur Kamera, schauen bedrückt und um sie herum sind Dutzende unproportionale Effekte. 20 Mal. Und somit nebenbei jeder Actionfilm, der 2019 rauskommt. Marvel lässt übrigens grüßen. Unabhängig davon, wie diese Trends zustande kommen, ist es schade, denn durch Photoshop ist es so leicht geworden, in wenigen Minuten ein Cover zu entwerfen, das gerade genug für die Zielgruppe tut und gerade genug für das Studio tut und am Ende halt irgendwie einfach... Aber in Zeiten von Streamingdiensten ist es doch gerade das Cover, das auf der Startseite die Aufmerksamkeit der Zielgruppe stehlen muss. Es ist gar nicht lange her, da hat Photoshop noch gar nicht existiert. Und ein Filmcover wurde von Künstlern entworfen und gemalt, die ihre ganze Aufmerksamkeit für ein Bild geopfert haben. Die Resultate waren allzu oft atemberaubend. Manche dieser Poster zählen auch zu den eben genannten Trends. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen dem... und dem. Im Falle von Jaws zum Beispiel haben wir nur zwei Grundfarben, einen Schriftzug, einen Hai und eine Frau und es benötigt keine 3 Sekunden und die Zielgruppe weiß sofort, was das für ein Film ist, worum es geht, was die Prämisse ist und dank den Farben ist es ein Hingucker. Das Poster von Jaws ist wahrscheinlich sogar das ikonischste am ganzen Film. Der beste Minimalismus ist also nicht einfach nur simpel, sondern orientiert sich am Titel und setzt dessen Themes als simple Darstellung um. Silence of the Lambs, Anatomy of a Murder, The Usual Suspects, Attack of the 50 Feet Woman oder einfach mega simpel Batman mit einem Batman-Logo. Genau so wird sich die Zielgruppe das Poster auch merken. Hört man den Titel, zum Beispiel The Silence of the Lambs, denkt man an die visuelle Stütze, das Schweigen. Und sieht man das Poster von der Ferne, denkt man an den Titel, das Schweigen. Titel und Poster stehen also thematisch in engem Zusammenhang und bilden so den Wiedererkennungswert. Aber das öffnet eine neue Schublade. Der Titel ist für das Cover genauso wichtig wie ein gutes Design. Jordan Peeleys Get Out sollte uns dabei allen ein Beispiel sein. Get Out. Die Prämisse des Filmes ist klar, der Protagonist muss fliehen. Verbindet das mit dem Poster. Er sitzt ungefesselt auf einem Ledersessel, aber schreit sich die Seele aus dem Leib. Ein Haufen Fragen kommt auf. Wir kennen die Prämisse, aber warum muss er fliehen? Wie kam er in die Situation? Was ist das für eine Situation, wo man auf dem Sessel sitzt und schreit? Wie entkommt er? Der Titel verrät sofort die Zielgruppe und was zu erwarten ist, wirft aber Fragen auf, die uns in Verbindung mit dem Cover so reizen, dass wir sie unbedingt beantwortet wissen müssen. Andernfalls fühlen wir uns, als hätten wir etwas verpasst. Die Kunst des Filmcovers ist, das, was die Geschichte sehenswert machen soll, einzufangen und als Grafik darzustellen.
und das erweist sich natürlich als Herausforderung. Es ist leicht zu sehen, dass Filmposter schlechter werden, wenn für Designer diese Herausforderung gar kein Thema mehr ist. Und das liegt leider nun mal daran, dass ein Marketingteam keine Zeit hat, sich mit der Geschichte zu befassen. Gerade erst habe ich die Konzeption eines Projekts gemacht, bei dem mir in naher Zukunft Regie und Drehbuch für einen Buchtrailer anvertraut werden. Dabei fällt mir nämlich auf, wie schwer es ist, ein fiktives Werk zu verstehen und es mit Marketing zu verpacken. Vor allem die wesentlichen Themen einer Geschichte als wenige Formen und Farben unterzubringen. Denn es geht wirklich darum, ins Auge zu fassen, wer gehört zu meinen Lesern oder im Filmgeschäft, wer geht da ins Kino und schaut sich das an. Und wenn das eben eine Zielgruppe ist, wie in meinem Fall, zwischen 18 und nach oben offen, sagen wir mal zwischen 18 und 60 Jahren beispielsweise, gerade weil ich als Autor die gesamte Geschichte im Kopf habe, ist es eine schier unlösbare Aufgabe, ein einfaches Bild dafür zu finden, weil man in so einer extremen Form vereinfacht. Das ist natürlich zwangsläufig, als Autor kommt es einem so vor, das Wichtigste wird da ja überhaupt nicht gesagt oder gezeigt. Aber was heißt das jetzt? Sind Filmposter verloren? Ist Photoshop daran schuld oder das Franchising des 21. Jahrhunderts, wenn Filme wegen ihres Universums so oder so geschaut werden? Egal, ob das Poster jetzt so oder so aussieht. Tatsache ist, etwas so Simples wie ein Poster verlangt tatsächlich nach viel Kreativität. Es ist schade, wenn komplexe Geschichten so vermarktet sind, als sei da nichts Besonderes an ihnen. Deswegen mein Appell, das nächste Mal, wenn ihr ein Filmposter seht, das euch komplett kalt lässt, schaut den Film einfach mal an und überlegt, wie man es besser machen könnte und wie ihr euer eigenes Interesse wecken würdet.